Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, das im Zusammenhang stehen kann mit unserem Ergonomiebuch und mit der Veranstaltung Gestaltung von Nutzungsschnittstellen. Muss es aber nicht, ihr könnt euch das Video auch einfach so angucken und mir vielleicht einfach mal dabei folgen, wenn ich euch mal was zeigen will, was Änderungen im Design von macOS angehen. Vielleicht habt ihr ja selber einen Mac, vielleicht habt ihr euch das aktuelle Betriebssystem schon installiert. Vielleicht habt ihr aber auch gar keinen Mac und es interessiert euch einfach mal, was das Gerede eigentlich immer ist, um das so tolle Design von Apple. Habt auch vielleicht schon mal von dem goldenen Käfig gehört, in dem sich Apple-Nutzer angeblich befinden. Und das stimmt in einigen Bereichen, in anderen Bereichen stimmt das nicht. Aber das will ich gar nicht hier so allgemein diskutieren, sondern ich will auf ein paar ganz spezielle Bereiche hinaus, wo sich das Design von macOS kürzlich stark geändert hat. Und ja, das sind so Bereiche, die werden häufig diskutiert, aber oft nicht gerade im ergonomischen Kontext, sondern dann wird viel über Geschmack gesprochen. Und ich möchte das vielleicht mal ein bisschen auf einem anderen Bereich, auf einer anderen Ebene mit euch diskutieren. Ich habe gerade hier vor mir zwei Apple-Computer stehen. Das ist heute mal notwendig, denn hier vor mir ist der aktuelle Rechner, einigermaßen aktueller Rechner, auf dem das aktuelle Betriebssystem Big Sur läuft. Oder auch Mac OS 11. Apple hat jetzt den Sprung auf Version 11 gemacht. Und hier auf meiner linken Seite befindet sich ein altes Schätzchen, wenn man so will. Ein iMac von 2009. Und da läuft noch ein älteres Mac OS drauf. Da geht auch das aktuelle gar nicht drauf. Aber das kann ich jetzt mal gut benutzen, um euch Unterschiede im Design zu zeigen. Zunächst einmal seht ihr auf beiden Betriebssystemen momentan das, was heute Light Mode genannt wird, was eigentlich immer der Standard war. Also das Betriebssystem ist hell. Wir haben helle Fenster, wir haben generell eine helle Darstellung des ganzen Betriebssystems. Dunkler Text auf hellem Grund ist der Standard oder grauem Grund oder sowas. Auf jeden Fall ist es die sogenannte Positivdarstellung. Jetzt ist es seit einigen Jahren beliebt, bei Betriebssystemen einen sogenannten Dark Mode anzubieten. Und neuere macOS-Versionen haben das auch. Dieses alte High Sierra hat das noch nicht, aber das Big Sur hat das und der Vorgänger Mojave hatte das auch schon. Das heißt, man kann den Mac in einen Dunkelmodus versetzen. Da gibt es interessante Argumentationen dazu. Ich habe schon gelesen, das wäre angeblich besser für die Augen. Das ist es bestimmt, aber nur in sehr, sehr wenigen Situationen, nämlich eigentlich nur, wenn man in einer dunklen Umgebung ist. Sonst ist es eigentlich so, dass man Dark Modes eigentlich eher schlechter erkennen kann. Da gibt es schon seit Jahrzehnten Untersuchungen zu, die werden aber heute geflissentlich ignoriert. Ja, und dann gibt es andere Argumente, die dahin gehen, dass gesagt wird, das User Interface tritt in den Hintergrund und ja, der Inhalt tritt in den Vordergrund. Das kann man aber so pauschal auch nicht sagen und das möchte ich euch einmal gerade hier zeigen. Denn ich schalte das einfach mal gerade um hier in macOS Big Sur und wir gucken mal, wie das Ganze eigentlich aussieht. Ich zeige euch mal erstmal, ist die Übersicht der Systemeinstellungen und hier unter General, ich habe das hier auf Englisch eingestellt, gibt es den sogenannten Dark Mode. So, dann sieht das alles so aus. Dann sind die Fenster halt dunkel mit hellem Text. Okay. Ist es jetzt so, wie Apple sagt, das hier können wir vielleicht mal zumachen, dass das User Interface jetzt in den Hintergrund tritt? Das kann man so pauschal nicht sagen. Schaut euch doch mal diese Übersicht hier an. Jetzt hier, dieser Unterschied, der ist so krass geworden. Hier tritt das User Interface sogar ganz extrem jetzt hervor. Ich schalte es nochmal um auf den Light Mode und gucken uns das Gleiche nochmal an. Und dann seht ihr, aha, das ist doch jetzt viel subtiler. Dieser Kontrast, der ist im Dark Mode viel stärker. Natürlich liegt das nicht daran, dass dieses ein Dark Mode ist, sondern es liegt an den Icons. Das heißt, man könnte natürlich andere Icons schaffen, bei denen dieser Unterschied dann doch wieder subtiler ist. Es hat also eigentlich mit dem Dark Mode wenig zu tun. Zumindest nicht an dieser Stelle. Es gibt andere Stellen, wo ein Dark Mode Sinn ergibt. Zum Beispiel bei der Bildbearbeitung, wo man sagt, ich nehme das komplette Userface drunterherum, das mache ich dunkel und das Bild mache ich, naja, Bild ist halt so, wie es ist, in der Regel heller und dadurch tritt das Bild mehr in den Vordergrund. Aber damit das User Interface in den Hintergrund tritt, muss es nicht nur dunkel sein, sondern auch sonst subtil gestaltet sein. Nur die Dunkelheit und nur das Inverse, das macht es an dieser Stelle nicht.
Zeige euch das mal noch an einer anderen Stelle, dass Apples Begründung, die sich tatsächlich auf Apples Website so findet, auch an anderen Stellen eigentlich nicht stimmen kann. Ich zeige euch ein Finder-Fenster. Das seht ihr hier. Finder ist der Dateimanager von macOS, das was bei Windows also Explorer heißt, das heißt bei Mac Finder. Ja, und ihr seht jetzt hier auf der linken Seite sind so Favoriten und hier sind Icons davor. Und dass das hier so subtil ist und so im Hintergrund ist, das liegt an einer Einstellung, die ich explizit gemacht habe. Im Standard sieht das so aus. So, und dann seht ihr hier, diese Icons, die sind jetzt nun wirklich nicht subtil im Dark Mode. Oder ich könnte ja sogar noch stärker werden und nehme mal so eine Farbe hier. Mit subtil hat das ja nun nichts zu tun. Das heißt, andere Einstellungen, andere Designentscheidungen wären eigentlich viel wichtiger für eine subtile Darstellung. Und gerade mal dieses Blau, wenn ich jetzt mal umschalte und gehe auf den Light Mode, dann ist das jetzt hier eigentlich viel subtiler, als es vorher gewesen ist. Also es liegt nicht am Dark Mode, dass hier das User Interface mehr in den Hintergrund tritt. Ein anderer Punkt, über den wir sprechen sollten oder den man sprechen muss, wenn man sich das neue macOS anguckt, ist der Bereich Transparenz. macOS hat jetzt auf einmal viel stärker teiltransparente Darstellungen. Das gibt es auch bei Windows und das ist immer so eine Mode, die mal kommt und mal geht. Bei Windows ist es so gewesen, bei Windows XP gab es das noch nicht, bei Windows Vista war das coole Feature, dass man durch Fensterrahmen so hindurchschauen konnte. Windows 7 hatte das dann auch noch, aber viel, viel weniger, eigentlich nur noch bei der Taskleiste. Bei Windows 8 war es ganz verschwunden, bei Windows 10 war es erst nicht da und jetzt kommt es auf einmal wieder. Das heißt, das geht in so Wellen durch das User Interface Design und Apple ist mal bei dem User Interface Design an dieser Stelle an einer Extremstelle wieder angelangt, dass also viele Bereiche es gibt, die stark durchscheinend sind. Wenn wir hier auf der linken Seite mal gucken, dann war das auch schon so. Das kann ich euch mal hier darstellen. Also wenn wir hier auch mal Finder öffnen, ihr seht, der sieht ein bisschen anders aus. Ne? Er hat auch Vorteile, was das Design angeht, finde ich. Also ihr habt hier oben diese Buttons zum Beispiel, die als Buttons viel besser zu erkennen sind, als es hier der Fall ist, wo die Icons oder diese Icons ja eigentlich wirklich nicht als Buttons direkt zu erkennen sind. Auch generell ist der Kontrast dieser Leiste hier oben zu den Bereichen da unten stärker als hier. Darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber wo es ja jetzt drum gehen soll, ist, wir haben hier einen teiltransparenten Bereich, und zwar hier diesen linken Bereich. Da scheint der Hintergrund durch und das sieht man auch. Also ihr seht so ein bisschen da, wo hier unten die Bäume so gelblich sind. Naja, da wird es jetzt auch hier in diesem Hintergrundbereich ein bisschen gelblich. Und wenn ich das hier oben hinschiebe, dann wird der ganze Bereich eher etwas bläulich. Dieser Effekt ist hier in diesem macOS High Sierra aber sehr subtil. Überflüssig ist er trotzdem irgendwie, denn es steht hier so eine Buntheit in dem Ganzen, die eigentlich keinen wirklichen Zweck erfüllt. Und wo das ganz extrem sogar so ist, ist hier unten das Dock. Schaut euch mal das an, das Dock, wie bunt das eigentlich ist. Das fällt vor allen Dingen auf, wenn wir mal Anwendungen haben, die wir hier in den Vollbildmodus bringen, dann fällt das auf, dass das hier unten irgendwie ist, eigenartig ist und auch, dass diese Leiste hier so einen komischen Farbverlauf hat, das scheint ein bisschen eigenartig. Was kann man also machen? Man kann in die Systemeinstellungen gehen, die sehen hier bei macOS High Sierra noch ein bisschen anders aus, aber es sind im Prinzip die gleichen, da gibt es Bedienungshilfen drin. Und da kann ich sagen, Transparenz reduzieren. Und bei dieser Version von macOS hat Transparenz reduzieren eigentlich überhaupt keine Nachteile, hat nur Vorteile. Außer vielleicht, dass man sagen könnte, ja nun ausgerechnet ein grauer Hintergrund für das Dock ist ja jetzt auch nicht so schön. Aber nun sei es dahingestellt. Aber diese Einstellung zu machen, ist auf jeden Fall überhaupt kein Nachteil. Schauen wir es uns jetzt mal hier wieder bei dem aktuellen macOS an. Wie sieht es denn jetzt aus hier in dieser Version? Wir machen das hier mal gerade klein. Hier ist wieder unser Finder-Fenster. Und ich zeige euch mal, ich habe jetzt hier kein Hintergrundbild, aber ich zeige euch mal, wie stark der durchscheinende Effekt ist, indem ich hier ein Browser-Fenster mal öffne. Und jetzt schaut euch mal an, was passiert, wenn ich das Fenster hier habe. Und guckt mal, da dieser durchscheinende Effekt, wie stark der eigentlich ist.
Also der ist auf jeden Fall stärker als bei vorherigen Betriebssystemversionen. Ihr seht hier schon relativ stark diesen Übergang hier. Das ist vor allen Dingen dann auch irritierend, wenn man das Fenster vielleicht wirklich mal im Vollbild verwendet oder zumindest so groß macht, wie es denn irgendwie geht. Und dann sieht man hier hinter Strukturen, die irgendwie ja auffällig sind, aber die überhaupt gar keinen Zweck erfüllen. Stärker ist das übrigens noch, wenn man in den Dark Mode umschaltet. Und dann wird es meiner Meinung nach wirklich absurd, weil dann sind diese Sachen so auffällig, diese Strukturen, die hier durchscheinen, dass eigentlich, finde ich, ein vernünftiges Arbeiten hier nicht mehr sinnvoll möglich ist. Denn hier scheint alles so stark durch. Zum Beispiel so ein Blob, der jetzt hier da drin erscheint, das ist ja total ablenkend. Also machen wir mal erstmal den Light Mode wieder an. Naja, sehen das jetzt hier. Was machen wir? Ja, ne, wir machen das Gleiche, was wir vorher auch gemacht haben. Und die Einstellung gibt es natürlich auch immer noch. Wir gehen hier auf Accessibility. Hieß gerade da Bedienungshilfen, weil da Deutsch hier Englisch eingestellt. Hier Display und dann steht hier Reduce Transparency. Da klicke ich drauf und schon ist dieser Effekt tatsächlich verschwunden. Gucken wir mal gerade hier rauf, auf dieses Accessibility-Fenster. Was sehen wir jetzt hier? Wir sehen jetzt hier einen relativ starken Kontrast zwischen dieser Navigationsleiste hier oben, die ist hell, und dem Bereich hier innen, der ist dunkler. Das ist schön, ne? Dass sich also irgendwie diese beiden Bereiche auf einen Blick, relativ subtil zwar, aber doch auf einen Blick relativ gut erkennen kann. Wenn ich das mit der Transparenz ausschalte, dann ist das hier nicht so. Dann ist das irgendwie mehr Ton in Ton. Im Finder, und das ist ja durchaus ein wichtiges Programm, ist es umgekehrt. Hier oben sehe ich jetzt diesen Bereich hier dunkler als den Bereich, wo der eigentliche Inhalt drin ist, was sinnvoll ist, dass ich also diesen Navigationsbereich unterscheiden kann von dem Inhaltsbereich. Und wenn ich jetzt aber sage, Transparenzen reduzieren, dann ist es auf einmal umgekehrt. Dann geht hier alles weiß in weiß ineinander über und dieser Unterschied ist gar nicht mehr da, beziehungsweise nur eigentlich dadurch zu erkennen, dass hier trennende Linien vorhanden sind. Komischerweise ist das nur im Light Mode so. Im Dark Mode, und ich habe irgendwie sowieso den Eindruck, um den Dark Mode wird sich momentan fast mehr gekümmert, im Dark Mode ist es anders. Im Dark Mode sehe ich jetzt hier einen Unterschied. Hier ist es oben etwas heller als darunter. Zwar nicht viel, aber doch. Hier ist es allerdings auch so, dass wenn ich die Transparenzen wieder einschalte, dieser Effekt stärker ist. Also auch dann ist hier, sagen wir mal, das Absetzen stärker und ich kann besser unterscheiden, was ist eigentlich so ein GUI-Chrome-Bereich und was ist eigentlich der Inhaltsbereich. Eigenartig ist das. Also in dieser Beziehung gefällt mir der Dark Mode erheblich besser, muss ich sagen. Ich kann ihn nur sonst leider nicht brauchen, weil ich diese starken Hell-Dunkel-Kontraste in dieser Polarität nicht gut angucken kann. Schalten wir wieder zurück in den hellen Modus und haben jetzt hier diesen Zustand, dass hier dieser Bereich ja dunkler ist als das. Das ist eigentlich ganz okay und vielleicht kann man ja sagen, ja, hier mit diesem Transparenz hier da links, schön ist es nicht, aber irgendwie damit leben, naja, kann man ja vielleicht, muss man sich irgendwie mit anfreunden. Jetzt muss ich euch noch ein ganz großes Kuriosum erzählen. Was ihr als Feature vielleicht schon gehört habt, wenn ihr den Rechner nutzt, aber das wirklich ganz eigenartige Effekte hat. Und zwar dieser Aspekt, dass das hier dunkler ist als das hier, der hängt damit zusammen, welches Hintergrundbild ich für den Mac gewählt habe. Also von diesem Hintergrund, diesem Schreibtischhintergrund hängt das ab. Und das ist wirklich eine merkwürdige Entscheidung, die man da gefällt hat. Und die man auch abstellen kann. Aber dann geht dieser Effekt wieder verloren, den ich will, nämlich dass ich hier einen gewissen Kontrast habe. Jetzt zeige ich es euch von vorne. Das Standard-Hintergrundbild von macOS Big Sur habe ich abgeschaltet, denn das ist, also macOS-Hintergrundbilder sind eigentlich relativ schön, aber das, was bei Big Sur mitkommt, ist eigenartig, ich weiß nicht, ich stelle mir so einen LSD-Trip vor, ehrlich gesagt.
Ich finde es zu bunt. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich sage, also dieses Hintergrundbild, was mitgeliefert wird, das habe ich sofort als allererstes abgestellt. Sonst fand ich die meistens ganz gut und habe gedacht, man kann die durchaus sogar einigermaßen nehmen. Aber was ihr jetzt seht, ist, dass die Farblichkeit dieses Hintergrundbildes durchscheint hier in den Finder hinein. Und jetzt ist dieser Bereich hier oben so, naja, so rötlich, ein bisschen, naja, so ein lila-rot hat er jetzt gekriegt, im Gegensatz zu einem starken Grauton, den ich ja vorher an dieser Stelle hatte. Ich kann das jetzt mal zeigen, indem ich hier einfach mal rot als Hintergrund wähle und dann ist dieser Bereich hier oben halt auch so leicht rötlich. Nicht sehr stark, aber doch. Das kann man abstellen, dass das passiert. Und ich habe auch gedacht, es ist sinnvoll, dass man das abstellt. Also schalte ich das hier ab und sage Allow Wallpaper Tinting in Windows, mache ich aus. Und jetzt seht ihr, jetzt werden die Fenster neutraler. Ne? Jetzt kommt dieser Rotstich, jetzt fällt er einem auch auf, ne? Wie rotstichig das ist. Der kommt jetzt hier weg, jetzt ist das wieder richtig grau. Und ansonsten ändert sich hier bei diesem Fenster ja nicht viel. Aber beim Finder-Fenster verschwindet der Kontrast wieder, der eben noch da war, zwischen diesem Bereich und dem Bereich hier unten. Wenn ich das mache, der ist jetzt nur noch ganz, 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 ganz minimal da. Das heißt, dieses Window Tinting ist hier wichtig und deswegen gehe ich dazu über oder bin ich dazu übergegangen und habe gesagt, ich stelle einfach ein entsprechendes Hintergrundbild ein. Das heißt, ich mache meinen Desktop-Hintergrund zum Beispiel schwarz. Eben hatte ich ein dunkelblaues, schwarz geht natürlich auch. Und dann habe ich diesen stärkeren Kontrast hier an dieser Stelle. Wenn ich die Transparenz ausschalte, habe ich ihn nicht. Und wenn ich dieses Tinting ausschalte, dann habe ich ihn auch nicht. Dafür ist es jetzt wiederum hier so, dass, das sehe ich jetzt hier, der Kontrast hier schlechter wird. Das heißt, wenn ich das Tinting ausschalte, ist hier ein stärkerer Kontrast da. Und wenn ich das Tinting einschalte, wird dieser Kontrast hier an dieser Stelle weniger. Mir ist es allerdings, muss ich sagen, wichtiger, dass ich ihn hier an dieser Stelle habe. Was soll das Ganze jetzt? Was will ich euch eigentlich sagen? Naja, ich trickse schon ziemlich rum hier, ne? Und irgendwie gibt es Querverbindungen zwischen 1000 Einstellungen, aber so richtig Kontrolle habe ich hier nicht. In früheren Betriebssystemen war es ja so, also vor allen Dingen in den Windows-Betriebssystemen, sagen wir mal so, bis Windows XP, wenn man das auf das Standarddesign umstellt, also schon lange her, dann hatte ich eigentlich Einstellungsmöglichkeiten über alles. Ich konnte jede einzelne Farbe zueinander ändern. Damit kriegte ich es hin, ganz, ganz schlimme Designs einzustellen, bei denen einem wirklich die Augen bluteten. Aber ich hatte als Nutzer immerhin diese Möglichkeiten. Da kann man drüber streiten, inwiefern das eigentlich nötig und sinnvoll ist. Und normalerweise würde ich auch fast sagen, es ist eigentlich nicht sinnvoll, denn bei den Betriebssystemherstellern sitzen ja Leute, die sich mit Ergonomie auskennen und die geben dann vielleicht so ein paar Sachen vor, wo man das den persönlichen Bedürfnissen oder persönlichen Geschmäckern anpassen kann und der Rest passt sich entsprechend mit an. Nur hier ist es offensichtlich so, dass Leute da gesessen haben, die zwar vielleicht von Design viel verstehen, davon verstehe ich vielleicht zu wenig, zumindest von so einem Design im Sinne von, wir erstellen ein ästhetisch schönes Produkt. Das ist ja auch nicht der Anspruch in der Ergonomie, sondern das ist ja ein anderer Anspruch. Aber eben von diesen ergonomischen Zusammenhängen offensichtlich wenig verstehen. Und naja, man hat keine Eingriffsmöglichkeiten mehr. Ich habe zumindest keine gefunden, wie ich es hinbekommen kann, zum Beispiel den Transparenzmodus oder sowas anzulassen, aber die Transparenz hier auf der linken Seite abzuschalten oder wie ich es hinkriegen kann, im nicht transparenten Modus die Farbe dieser Bereiche einzeln einzustellen. Das scheint nicht möglich zu sein oder zumindest gibt es kein User Interface, was es mir ermöglichen würde. Und ich habe auch keine Tipps- und Tricks-Seite gefunden, die es ja sonst tausendfach gibt, in der man da irgendwie Möglichkeiten hätte, das hinzubekommen. Also muss ich irgendwie mich jetzt hier durchwursteln. Und momentan tue ich es tatsächlich so, indem ich sage, ich schalte die Transparenz ein, lebe tatsächlich mit diesem merkwürdigen Effekt hier auf der linken Seite, habe dafür hier einigermaßen einen Kontrast und komme hiermit auch zurecht. Und ehrlich gesagt hoffe ich ein bisschen darauf, dass es entweder ein Tweak-Tool gibt, wo man das noch besser einstellen kann in kürzester Zeit, oder dass man bei Apple sich vielleicht eines
besseren besinnt. Bei iOS ist es so gewesen, da hat man, als man da das Flat Design eingeführt hat, extrem das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und inzwischen geht es wieder besser. Ihr seht also, man könnte sagen, bei Apple wird auch nur mit Wasser gekocht, das ist das eine. Es ist nicht die geniale Designschmiede schlechthin. Es werden auch unergonomische Designentscheidungen bei Apple getroffen und zwar nicht zu knapp. Und naja, die Einschränkung des Nutzers, den Nutzer in den goldenen Käfig zu sperren, indem ich hier keine Einstellungsmöglichkeiten mehr habe, ist zweifelhaft. In der Beziehung ist Windows übrigens auf dem gleichen Trip unterwegs. Auch bei Windows habe ich relativ wenige Möglichkeiten noch, das Design der Oberfläche eigentlich zu ändern, was diese Dinge angeht. Auch da würde ich mir gerne Einstellungen schaffen, die etwas weniger flach sind als das, was Windows oder Microsoft uns in Windows so anbietet. Das soll es aber gewesen sein an dieser Stelle. Ich dachte, ich erzähle euch das mal und naja, ihr macht euch bestimmt eure eigenen Gedanken zu viel ändern. Kann man ja leider nicht dran.